Und damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen Projekt hier. Und zwar spielen wir dieses Mal was ganz Neues, und zwar Feed the Beast Unleashed. Jawohl, mit dabei ist der Paddy, hallo. Hallo, hallo. Hallo, und ich setze hier erstmal meine coole Glasses auf, ja. Ja. Es wird mich am Anfang noch ein bisschen wundern, denn ich spiele Minecraft als erstes Mal, zum ersten Mal auf Englisch. Deshalb werden mich noch einige Sachen, fraglich ergeben. Okay, das hat irgendwie keinen Sinn gemacht. Auf jeden Fall haben ich und Paddy zusammen ein Grundstück, und das ist hier dieses Grüne. Ja. Und wir sehen. Wir sind alle grün. Nein. Also was für Zaun her? Ja. Ja, du meinst mal allgemein her. Nein, cool. Oh, lol, da ist jemand genau neben uns, aber wer weiß ich nicht. Und zwar spielen wir das nicht alleine, sondern sind wir hier auf einem Multiplayer-Server. Von wem sage ich jetzt Gruppe. Nicht? Und das hier ist unser. Ja, wie soll ich sagen, unser Grundstück halt, glaub 50 mal 50 Blöcke, soweit ich weiß. Ja, doch, eigentlich schon. Und eigentlich sollte jeder ein Grundstück haben, aber da ich und Paddy uns so einigermaßen abwechseln mit dem Aufnehmen, ja, haben wir gesagt, dass wir. Das ist kaputt. Einbrechen! Dass wir. Ach, hier ist Luca. Oh, yo. Mal kurz, ja, Lukas. Ja, ich hoffe, der hat mal. Hauptsache hat man schon mal Rubberbäume. Das ist eigentlich das Wichtigste, was du im Spiel brauchst. Echt? Diese Kackbäume. Die da? Ja. Das Orange da, das musst du mit einer Zapfsäule sozusagen, musst du die rauskommen. Was für ein Orange ist das? Ja, da. Oben. Wo? Wenn du hochschaust. Wo denn? Ist da nichts Orangenes? Nein! Hast du Graphics auf Fancy? Ja. Ja, du musst eigentlich da, wenn du da durchguckst, was Orangenes entdecken, wenn du dann da hochschaust. Nein. Ja, das war eigentlich noch eins drüber, aber scheiß drauf. Echt? Ja. Bau doch jetzt ab und siehst es. Ah, okay. Ja, jetzt sehe ich's. So, und da haben wir kurz Lukas Grundstück gesehen. Sehr gut, direkte Verbindung. Total. Und noch dabei ist der Afro-Tintenfisch. AK irgendwas. Jetzt weiß ich den Namen nicht. Ich auch nicht. Wer ist hier noch dabei? Angel Kakadu. Okay. Ja, das ist der, wobei Ding dazugehört. Beim Afro. Ah, okay, hier Afro-Tintenfisch LP. Und einmal der Gleichwerbung. Und einmal der Jamba. Ja, okay, gut. Was ist mit uns? Wir haben genauso Schleichwerbung, würde ich sagen, oder? Wir haben keine Schleichwerbung. Und hier, ihr seht schon, ein bisschen gefarmt. Und ein leeres Grundstück. Ja, genau. Ich wollte einfach mal antesten, weil ich habe wirklich noch nie Feed the Beast gezockt. Und das ist der andere Grund, warum wir zusammen zocken. Weil er keine Ahnung hat. Genau. So. Jetzt würde ich erst mal sagen, dass ich mir einen Ofen mache, also die normale Ausrüstung, oder? Ich baue mir erstmal den Holzfäller. Was? Ich baue hier erstmal den Holz ab, den Baum ab. Leg los. Und ich glaube, Eisen ist hier das Wichtigste, oder? So. Mit das Wichtigste, ja. Mit das Wichtigste. Ja. Oder Dias, oder? Wahrscheinlich. Nö, ja, die sind nicht so arg wichtig eigentlich. Nicht? Ja, im Hintergrund, ja. Ist es nicht so, dass Dias mehr spawnen als sonst? Ja, tun sie auch. Und auch viel höher, glaub, oder? Mhm. Also Hexe des Edex ist extrem, da spawnen sie schon an der Oberfläche. Echt? Ja. Richtig krass. Also ich helfe dir mal hier kurz ein bisschen. Oh, ja, ich seh's schon. Die erste Folge, die wird es wahrscheinlich bloß Farms sein. Wenn es dann später Richtung Technik geht, dann wird dich am Anfang mal Paddy den Vortritt lassen. Naja, schon klar. Und soweit ich gehört habe, hat Jamba vorhin einen Livestream gemacht, und die haben, glaube ich, auf dem riesen Baum haben die schon eine Energie, irgendwann Energie, ja, Farm ja, oder Ding, so. Ja. Windmühlen oder was sie gesagt haben, ich weiß nicht mehr. Auf dem Baum kannst du es machen, weil du bist jetzt ziemlich weit oben. Da kriegst du gute Luft. Ja, klar. So. Bauer, schön alles ab. Ja, ich bin schon dabei.
Dass wir auch. Oder dass ich geizig zumindest. Mit Holz. Ich weiß nicht, sollen wir beide auf Rohstofftour gehen oder? Mir ist doch relativ wurscht. Okay. Nee, ich abbauen. Nee, den daneben. Aua! Danke! Bitte, würde ich immer mal ins Gesicht springen. So. Ja, was ist das hier? Ja, die sind das sind Bärenbüsche. Ja, die wachsen erst noch. Ah, okay. Waren die seit Anfang da? Keine Ahnung, als ich drauf gekommen war, waren sie noch da. Nein! Hä, aus dem Holz können wir keine Planks machen? Ah! Verdammt! Scheiße! Ich hab jetzt das ganze Holz verblembert. Ist doch scheiße. Und jetzt wird's Nacht. Oh oh. Ich geh mal kurz dahin in den Wald rein, okay? Ja, mach das. Dass wir wenigstens ein bisschen Holz haben. Kann ich mehr rennen. Was echt? Ich hab Essen. Aber das Grand Block geht zum Brennen. Schon mal ein Fortschritt. Ah, ach ja, den Ofen meinst. Ja. Ja, sehr gut. Was ist ein Fortschritt gemacht? Ich glaube, aus Kupfer kann man ja auch Werkzeug machen, ja? Nein, hier nicht. Hier nicht? Nee, aber kann man in oder warte mal. Natürlich kann man hier. Doch, stimmt. Ja. Ist gerecht. Ja, ja, klar. Aber ist das besser für die mussten. Das weiß ich nicht, aber das Zeug musste sozusagen gießen, wenn du das Zeug bekommst. Hä, wie? Das musst du mit verschiedenen Maschinen musst du es gießen. Das findest du meistens in Villager-Dörfern, das Zeug dazu. Ach du Scheiße. Und mit dem Zeug habe ich mich auch noch nicht beschäftigt. Okay, ich habe normales Holz. Sehr schön. So. Warte, ich würde mal sagen, mal ein paar Sticks. Machen wir uns beide mal eine Grundausrüstung. Ja. So. 1, 2, 3. Und ich sag, du machst und ich schnell nebendran. Ja, jetzt pass mal auf hier. Jo. Warum gibst du mir 2 Spitzhacken? Ja, Grundausrüstung halt. Was du meinst? Ach so, mir ja Eisen. Ach egal. Kommt das Eisen, wir warmen erstmal auf. Ja, das brauchen wir später. Und dann mache ich hier erstmal 2 Truhen. Weil die werden wir brauchen. Hast du mal 5 Holz übrig? Bitte? 5? 5 Holz. Ja, nur 5. Ja, kotz mich schon damit an. Ja, bitte. Kein Problem. Ich habe auch 27 Leder, woher auch immer. Schön, und damit kannst du zum Beispiel das Rubber abfarmen, mit dem Zeug da. 5 Holz, so. Wie hast du das angefarmt? Wie hast du das angeordnet? Oder wie heißt das Ding? Das Ding heißt Tree Tap. Tree Tap. So. Baut mal. Na? Relativ einfach. Damit kannst du das Rubberzeug abfarmen. Also da kriegst du mehr von. Ah, wie geht denn das? Ah, so. Ja. Ah, okay. Baut mal. Die Essen jagen. So an. Tree Trap. Was bringt eigentlich der Samen? Cotton Seed. Ja, da kannst du Wolle Seide, glaube ich, draus. Ja, da gehen wir jetzt eine Seide draus. Ach, da. Okay, sollen wir den mal anpflanzen, oder? Ja. Okay, pass auf. Jetzt kommt der Obermongo. Lol, da liegen 2 Enderperlen und eine Tasche. Und ein fucking Creeper. Ah, kann nicht rennen. Nein! Wo denn? Hier! Ja, wo ist hier? Ja, hier! Warte, ich renne über den Zaun. Ich hab ja keine Ahnung, wo hier ist. Bären. Was, Bären? Ja, Bärenbüsche. Ach so. Bring auch Essen. Ja. Nein, nicht wegschmeißen. Oh, jetzt habe ich den angepflanzt. Etwas schlecht, wenn wegschmeißen würden. So. Ich weiß nicht. Was? Das Loch. Das explodieren gerade. Nein. Wo bist du da? Ach, da hinten. Das sind so pinke Bäume. Da ist eine Spinne. Ach du Scheiße.
Sind wir uns erstmal so eine Chestplate und jeder so ein Eis? Mach die mal auf. Was? Hier, das ist da. Was ist das? Wie mach ich das? LOL! Was ist drinnen? Voll viel. Nimm's raus. Oakwood, Brett, ne Crowbar und ne Steel Egg. Crowbar. Ja. Okay. Was ist das Crowbar? Hier. Sieht aus wie eine Brechstange. Ist ja auch eine. Ach so. Ist eine Waffe. Aua. Und? Kannst du mich blocken? Ja, den leg mal da rein. Eine Stone Axe oder eine Steel Axe brauche ich auch nicht, oder? Nö. Erstmal nicht. So. Dann würde ich sagen, dass ich mir erstmal ein Eisenschwert mache. Bauen wir die anderen Büsche an. Zack. Ist im Ofen nur Holz drin? Ja, ist es. Was ist jetzt? Was? Wie das ausschaut. Warum, wie sieht es bei dir aus? Ja, einfach nur so, ja, einfach so, wie es allgemein ausschaut. Einfach so ein Wasser und dann irgendwas hingerotzt. Ja, schon. Was denkst du? Der läuft bei dir. So. Also ich wäre fertig für eine Rohstofftour, dass ich mal losgehe. Ja, warte, ich muss erstmal mal... Sollen wir zusammen? Essen. Lol, was haben die denn gebaut? Was, wo denn? Da hinten. Das ist ein Baum. Nee, die Verbindung da zwischen denen. Was ist das denn bitte? Hochschauen. Wahrscheinlich irgendwas mit... Ja, da ist die Windenergie drauf. Ach so, sollen wir das kurz angucken? Also mich würde das mal interessieren. Die retten Zombie hinten. Nee, das ist nicht mehr. Ist gerade eben Zombie hinterher gerannt. Achso. Sieht ja auch kacke aus, wenn da einfach mal mitten in der Stadt sowas so ein Ding ist, oder? Naja. Sonst nicht so ausschauen. Das sind ganz viele pinke Bäume. Oh, nicht runterfallen. Ich hätte mir vielleicht ein Bett machen sollen, oder? Ja, vielleicht nicht schlecht. Scheiße. Lol, das sind die Windenergie. Das ist die Windenergie. Aha. Nur das! Die geht richtig billig zu bauen. Ja. Echt, wie? Wie heißt das Ding? Wind. Schau drauf, Windmill. Windmill, okay. Mal gucken, wie die Alter, gehen. Die haben schon 100.000 Energieeinheiten. Alter. Windmill. Halt. Ja. Baut man aus einem Generator ein Eisen? Wie baut man einen Generator? Oh! Refined Iron, das ist doch, wenn du das Iron nochmal reintust, gell? Ja. Ja, genau. Und ein Iron Funaze. Ja klar, der Auto hat nur 12.000 Kisten bei sich unten gestellt und fängt schon mit dem Zaubern an. Er läuft bei dem. Ja, der Afro-Tintenfisch. Echt? Ja. Denkt ihr mal richtig derbe auf Zaubern. Ja, der hat gesagt, dass er auf Zaubern geht. Ich glaube, Afro-Tintenfisch und Jumba Place machen sozusagen auch zusammen. Ich weiß nicht. Weil Jumba will nämlich ein paar Zauberstäbe haben, aber er macht keinen Zauber. Okay, jetzt pass auf. Trick 17! LOL! Wo bist du gestorben? Beim Versuch in das Wasser da unten zu fallen. Ja, ich sammle mal dein Zeug auf. Nein, ich komm doch schon. Gut. Hä? Da war kack Zombies. Weg. Warte. Ja, jetzt hast du. Warum hast du alles aufgesammelt? Oh Gott. Ja, wo ist der Rest? Schaut, meine. Ja, mehr war nicht da? Natürlich. Nein, mehr hab ich nicht. Ach lol, der Rest liegt da noch drin. So. Setze ich erstmal wieder meine coole Sonnenbrille auf. So, dann würde ich einfach mal sagen, dass wir da jetzt da hinten in die Richtung jetzt gehen, wo du gehst. Ja, wir schon erst einmal den Slime töten. Ah! Ja, da kommt nur einer raus. Ja, aber dafür macht auch jeder davon Schaden, selbst der ganz kleinste. Oh lol. Hoppla, warte. Ich will wenigstens in die Kiste. Ich hab 7. So. Ich würde einfach mal sagen, dass wir jetzt hier geradeaus weitergehen.
Sofort, warte. Okay, machen wir einen kurzen Cut, sehen wir uns gleich wieder. Ja, und damit willkommen hier nach diesem Minecraft-Auswahl. Und zwar hat sich letztes Mal Feed the Beast einfach geschlossen. Ich weiß nicht warum. Und dann so cool. Hängen wir einfach hier gleich eine dran. So, Paddy ist immer noch dabei. Ja. Und was ist denn das da? Das da sind Blumen. Brauchen wir die? Lol, da kommt was raus. Ah, das ist Baumwolle. Sollen wir die mitnehmen, die Pflanzen, um bei uns anzupflanzen, oder? Ach, ja, das sind die pinken. Das sind die pinken Seeds, ah, okay. Und für was braucht man das dann später? Lol. Was? Keine Ahnung, wir gehen jetzt runter. Lol. Okay. Da hat sich schon einer runtergebuddelt hier. Aber echt? Ja, mal gar nicht. Ich würde einfach mal sagen, dass wir weit weggehen. Ich habe die Stadt eh markiert. Sollte ich vielleicht auch mal tun. Ja, okay, geh nochmal zurück. Ich markiere einfach gleich hier. Hier war auch schon jemand, oder? Wo? Oh. Guck mal hier rechts. Was ist das? Nö, das ist eine Ruine. Ganze Sachen drin finden vielleicht, aber auch fallen. Du musst aufpassen. Wo? 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 Ja, das ist ein Wiz. Das sind magische Gegner. Ja. Ja, die sind relativ hart. Wow, Alter, hab ich mich erschreckt. Ich baue mich mal nach unten. Was dabei? Brauchen wir die bemusten Cobblestones? Mir wurscht, ich brauch sie nicht. Wo bist du? Hier. Okay, bei drei springen wir drauf. Alter! Wo ist er? Wo, da oben. Wo ist er? Oh. Da drüben. Er ist tot. Nee, jetzt. Jetzt alle. Alter, was sind das für geile Lichteffekte hier? Lol, da ist eine Treppe. Hä? Da ist nichts drin. Lol. Ich bin auch schon geplündert. Alter. Nein! Und das ohne den Ding zu töten? Ja, wahrscheinlich ist er später erst reingekommen. Achso. Okay. Brauchen wir den bemusten Cobblestone oder eher nicht? Braucht man nicht eigentlich. Außer du findest ihn schön und willst ihn in dem Haus irgendwie verschönern oder so. Nee, guck mal, hier sind ganz viele Kühe. Ja. Oh. Hallo? Hallo? Jonas, du bist in der Aufnahme. Oh, cool. Hallo, ich bin in der Aufnahme. Oh Gott. Jonas, dein Ernst? Jetzt bin ich fame. Warte mal. Lol. Ja, der mutet sich erstmal, oder was? Okay, ich mute mich auch. Okay, ne, jetzt musst du kurz mit mir reden, bis Paddy wieder da ist. Okay, hallo, was geht so? Weil Paddy steht hier rum. Ach so. Ja, du musst jetzt kurz warten, bis der wieder da ist. Könnte jetzt zu fies sein und den töten. Mach doch. Braucht man Leder, Feed the Beast? Ja, immer. Für? Keine Ahnung. Egal. Was ist das hier? Geil, da kommt nichts raus. Paddy, kommen. Was ist das hier? Cotton. Ah, okay. Jumper streamt immer noch. Echt? Was denn? Ja. Was? Ach so, was? Keine Ahnung. Lol, was hab ich denn jetzt hier? Raspberry. Was ist ein Raspberry? Irgendeine Beere oder so. Kann ich essen. Nehme ich auch mal mit. Warte, die kann man aus den... aus dem Rucksack nicht irgendwie aus dem Lederrucksack machen oder ja, so? Klar. Ja. Wie geht das? Ja. Hä? Ja, klar geht's. Ja, wie? Ach so, wie? Ich hab da einen pinken Baum gefunden schon wieder.
Vorhin im Livestream waren sie auf der Suche nach Zuckerrohr. Hier ist doch ganz viel. Ich hab doch gesagt, nachher, wenn ich aufnehme, da finde ich extrem viel. Alles mitnehmen. Erstmal. Was wir finden. Und um. Oder ist doch logisch, einfach alles mitnehmen und dann auf seinem Grundstück halt wieder aufbauen, oder? Ja. Ja, gut. Wie lange ist denn der Zweck, bitte? Keine Ahnung. Geht ja mal gar nicht. Weil ich habe da eigentlich schon eine Höhle gefunden. Gut. Wo ich rein wollte. Aber werde ich nicht da. Ja.